Schutzmechanismus, das verriegeln. Jetzt haben wir halt da eingesperrt, ne? Also nicht, mag ich das? Ich glaube nicht so. Na gut, aber jetzt, wo wir schon da sind und wir ja wissen, dass wir immer sehr viel Platzmangel haben, werde ich das jetzt auch noch schnell recyceln. Zack. Und ja, ich habe nochmal gespeichert, Leute. Kann ich mit dem was da? Nein. Oh, bin ich froh, dass wir den Typen, also den jetzt erledigt haben. So. Ich glaube, wir waren da heroben schon mal. Ich bin mir nicht sicher, wir sind dann, glaube ich, nicht durchgegangen, oder? Schwinder Lichti. Korrigierte Spule, schallgedämpfte Pistole, da man durch. Oder habe ich so eine schon? Obwohl, ich nehme es mit, weil ich kann es ja dann recyceln. Die Frage ist ja nur, was wollte denn der Typ da herinnen? Da gibt es ja gar nichts. Also, ich meine, da wollte sie da vielleicht einfach nur verstecken, oder wie? Upp! Komisch. Nice. Ich muss euch ja leider sagen, dass ich eigentlich nicht so den Plan habe, ne, wo ich hin muss. Vielleicht ist euch das schon aufgefallen. Oh. Oh, stimmt, wir kennen ja da rauf. Und sonst ist der Lorenzo Calvino ja oben. Und von dem kriegen wir ja auch die Schlüsselkarte. Wow! Entschuldigung, ich glaube, das war jetzt übersteuert, aber ich habe mich ein bisschen erschrocken. Tut mir leid. Hallo? Hallo? Hey, hier ist Langley. Sind Sie. Ist da drüben alles in Ordnung? Ja, wieso fragen Sie? Ich will nicht, dass Panik ausbricht. Was ist denn los, Langley? Ich bin mir nicht sicher. Überall sind Sicherheitsleute. Bei Ihnen arbeiten also noch alle? Nehme ich an, ja, ich weiß es nicht. Ich war den ganzen Tag im Labor. Warten Sie, ich gehe mal nachsehen. Ich... Was war das? Oh mein Gott. Ich glaube, wir haben gerade zwei Labore verloren. Was? Ich muss weg. Zwei Labore verloren? Okay. Wo ist der Mimik? Ah. Ich gehe jetzt schon von der anderen Seite. Da komme ich durch. Aber da mag ich ehrlich gesagt nicht durch. Wir müssen das erst da clearen, Leute. Was ist denn das Lustiges? The last frontier is the human mind and we are its pioneers. Ah, so eine coole Statue. Oh. Jetzt hab
wieder die Piste. Ach, Entschuldigung, immer. X fallen lassen. Ich habe die Munition noch wieder jetzt rausgenommen, oder? Wow, ich das oft speichern. Ah, da dahinter ist der Lorenzo Calvino. Ah, jetzt haben wir da drüber. Ich glaube, da können wir es machen, oder? Wir müssen aufpassen, denn wir wissen, dass der Mimik nur unterwegs ist. Oh! Was ist fix mit dem Raum da jetzt drin? Ich bin gar nicht da! Ich glaube, es ist wieder ein bisschen Zeit für Shot-Action. Verdammt viel Schaden! Echt viel, verdammt viel Schaden, merkt euch das. Ah, das ist immer so schwierig. Habe ich noch irgendwas zum Essen? Oder was trinken? Der Mimik ist auch noch da, ich darf den nicht vergessen. Der heißt nur Phantom. Waffen-Upgrade! Also vielleicht die, was nur Phantom hassen, das sind die richtigen Typhons, also die richtigen Aliens. Und da, wo halt die Namen drüber sind, das sind nicht umgewandelte. Wo die Typhons halt schon die Kontrolle über die Nummer haben und die haben sich halt dann immer mehr verwandelt in Aliens. Können die jetzt. Auf die Glukanon? Was kann ich denn bei der Glukanon verbessern? Glueffizienz, Bewegungsgeschwindigkeit, effektive Reichweite. Weißt du, nehme ich halt einfach mein Shotgun. Waffenschmied 2, A1 brauche ich da. Das habe ich noch gar nicht. Ich glaube, dann nehme ich es auf die Glukanon. Glueffizienz verringert die Menge an Glue. Oh! Perfekt. Okay. Oh! Geil, was bist denn du? Das ist ein Schneemann. Das ist ein Bär. Ein bäriger Schneemann mit einer Schere im Kopf. Alter, das schaut voll nice aus. Du bist ab heute mein Freund. Und da ist eine Notiz. Hallo, mein Name ist Mr. Gluey McGlueface.
Hallo Gluey McGlueface, wie geht's da? Aber ich werde dich jetzt leider zerstören. Aalsülze. Toll, jetzt habe ich meinen einzigen Freund, den ich auf der Station habe, zerstört. Ich fühle mich sehr schlecht. Kann ich da was machen? Notiz? Ah, da am Boden. Einprägen und vernichten. Einprägen und in Technik Operator eingeben. Passwort für Gruppenterminals. Makro 11. Neues Passwort. Passwort von Gruppe. Was auch immer. Oh! Sie haben gewonnen. Wie auch immer dem lieben Mr. Gluey McGlueface Arme spendiert hat, also die erste Schicht, ich verbeuge mich vor ihnen. Zuerst dachte ich, dass den Aal in Espik-Hut nichts toppen könnte, aber da habe ich mich geirrt. An ihre großartige Idee mit den Händen aus Baseballhandschuhen kommt einfach nichts ran. Mit freundlichen Grüßen, die unwürdige zweite Schicht. Neuer Code. Werkstatt-Fahrradschrank! Brauchen Sie Vorräte? Hallo. Hier noch einmal zur Erinnerung, falls Sie Vorräte aus der Werkstatt brauchen. Der Code des Lagerschranks lautet bla. Geben Sie mir bitte Bescheid, wenn Sie etwas herausnehmen. Ich werde alles herausnehmen, Cliff. Aber das wird dich nicht interessieren, weil ich habe die vorhin gerade umgebracht, ne? Blue-Testergebnisse. Ja. Nice! Hoppla. Okay, wir haben den Code für den Vorratsschrank. Ist nichts drin. Trendstar. Waren das alle? Ich glaube, da ist nur einer. Aber ich bin mir nicht sicher. Wir zerstören einfach alles. Es ist so geil. Am Tisch liegt da nichts. Ich weiß nicht. Oh. Ich nehme die Rohrzange mit. Kaputtes Festplattenlaufwerk, weil ich diese dann recyceln kann. Und ich habe keinen Platz mehr. Vielleicht nehme ich die Rohrzange doch nicht mit. Obwohl die Bananen. Warte mal. Bananenschale, die bringt mir ja eigentlich im Grunde nichts. Also, die kann ich ja auch nur recyceln.
So, was haben wir denn da? Thaddeus York, E-Mail. Augen offen halten. Thaddeus, bitte behalten Sie Franklin im Auge. Er verbringt viel zu viel Zeit mit persönlichen Projekten und Freizeitaktivitäten. Wir sind hier natürlich alles nur Menschen. Aber ich mache mir Sorgen, dass ich versuchen könnte, mit dem Antriebssystem in unbefugte Bereiche vorzudringen. Dr. Vorstein. Haben Sie den verloren? Hi, Gas aus dem Frachtraum hier. Ich habe in meiner Schicht etwas Seltsames in einem der rausgehenden Container entdeckt. Ich glaube, es ist ein Fabrikatorplan für ein Geschütz. Er lag in einem Haufen alter Kondensatorzellen, die zur Pythias-Einrichtung verschifft werden. War vielleicht ein Versehen, keine Ahnung. Einer der Sicherheitsmitarbeiter hat ihn in einen Tresor auf der Sicherheitsstation der Lebenserhaltung gesperrt. Okay. Puh, Thaddeus. Dr. Calvino fühlt sich nicht gut genug, um unseren Besuchern die neueste Looking Glass-Technologie zu präsentieren. Daher muss ich das Labor für längere Zeit verlassen. In meiner Abwesenheit sollte alles weiter wie gehabt funktionieren, aber für den Fall der Fälle schicke ich Ihnen den Code für mein Büro. Dr. Vorstein, sein Büro. Ist das vielleicht sein Büro gleich? Ja, das schaut nach seinem Büro aus, aber... Da drüben wird mir auch gesagt, der Fabrikatorplan. Danke. So, wir kommen jetzt aber rauf, ah, wieder. Ja. Leaves and Waves Lab. Hi. Diese Seite des Labors wurde durchbrochen. Vakuum. Schwerelosigkeit. Über eine externe Luftschleuse in der Werkstatt können Sie ihn erreichen. Sie müssen zuerst Ihren Anzug mit einem Antriebssystem verbessern. Dr. Kelvin. Da ist der Schlüsselkarte. Medikit Fabrikatorplan. Nice. Ah, da kann ich so einen Heiloperator rausholen. Gar nicht da. Da liegt was. Shit, die Mist hat heute. Jan. Wo ist denn der jetzt?
Boah, das ist so zach, weil die können halt echt alles sein, ne? Hoppala. Ja, ich hab leider keinen Platz, aber ich schau jetzt nur, wo es da rausgeht. Wo immer du gerade hergekommen bist. Du gehst nirgends mehr wohin. Operator nähert sich. Oh, schaut's mal. Jetzt kann ich doch rauf. Das ist ja nice. Da hatte ich jetzt eigentlich gern darüber. Gibt man sie da rauf? Boah, jetzt bin ich fast da gerutscht. Mann, ich mag darüber! Komm mir doch. Bewege mich. Boah, ja auf jetzt, bin konzentriert. Operator nähert sich. Ach, warte mal. Können da so Frachten bewegen?